Ja, das Portal ist auf jeden Fall nice, das muss ich schon sagen. So, wo müssen wir denn hin? Sprecht Eisklemmsund mit bestimmt, oder? Schamanenältesten Aukir. Aukje. Nee, ein Ding, Olbrage. Ach, da, ja. Höhlprak. Obra, ich hol mir schnell Chips. Okay, ich gehe nach Peters Tor. Oh ne, ich komme mit. Ich lauf schnell mit. Ich habe gar nicht keine Lust. Wo ist denn das? Wo ist die Hure? Höhlprak. In Höhlprak. Ja, ich bin schon fast da. Oh, Alter, renn doch nicht immer weg, ne, Junge, 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 Junge. Ja. Was machst du denn? Weißt du, schlimm mit dir. Und Ich dachte, jetzt kommt ein Video, aber nein. So. Alter, ist die da oben oder was? nein, unten drin in der Kammer. Ah, oh, Mädchen. Warum muss hier alles so riesig sein, nur weil das Norden sind? Ich habe den schon angelabert. Aha, ich nicht. Das ist nur ein Blablabla. Ich hol schnell Chips. Jo. Der holt Chips und wir begeben uns auf die Suche nach Auri. Da unten hier, guck mal, da haben sie hin. Wo alle Menschen sind. Uns kriegt ihr wenn sie schnell wieder weg. Töterin. Was führt euch an diesem herrlichen Tag nach Hohenra? Ich bin auf der Suche nach Informationen über Jormats So. bei Herrn Erson. Sind euch irgendwelche Kommt Berichte gleich ein über Video. Eisbrot zu Ohren gekommen, die anders aussieht als erwartet? Das haben wir tatsächlich. Wir Jetzt hörten, im hohen knuspert Norden der. gäbe es eine verdorbene Kreatur, die anders ist als alles, was wir bisher kennen. Aber die Du bist eine Pisser. gefrorene Einöde Warum? Ach, nur so. Diejenigen, die es tun, verschwinden oder kehren nach Zwanir zurück. Wir haben schon zu viele verloren. Wo ist das Video? Ja, keine Ahnung. Den Zahn zu beschädigen. Was hat das mit dem Zahn auf sich? Unser legendärster Diese Ahne, Rose hat Aske, ihr Drachenmacher, da sind hat sie. Jormark einen Fangzahn ausgeschlagen und Hohlbrach drumherum sehe, aufgebaut. Dass ihr weit Wenn seid. Jemand den Fangzahn beschädigt, werden wir wissen, dass es Zeit ist, zurückzuerobern, was Jormark gebaut hat. Meine Kameradin Tiny und ich arbeiten an einer Theorie, mit der man Jormark zu Fall bringen könnte, ohne Leben zu opfern. Dann sollte Nein. Jormark sich lieber in Acht nehmen. Es ist noch nicht sicher und ich könnte etwas Hilfe brauchen. Ich sehe, wo Braham ist und Rex ist hier. Jim Labon. Ist gestern mit Garn losgezogen, um Braham Was? einzuholen. Braham ist in den hohen Norden Bei mir gegangen läuft's und noch. sucht eine verschollene magische Jetzt. Schildkröte, von der er sich eine Wirkung auf Ers Bogen verspricht. Er scheint mir angemessen, um seine Mutter zu ehren. Es gibt in den Zittergipfeln kein gefährlicheres Gebiet. Eine erfolgreiche Jagd wünsche ich euch. So, Ulf. Ach, Ulf, zeig mir doch mal den Weg. Im hohen Norden, jenseits der Zivilisation, liegt die Weite der Tundra. Ein Tummelplatz für Svanir und Jormaks Ausbruch. Man vermutet, dass Jormak sich in der Nähe eingerichtet hat. Und der Einfluss des Altdrachen Wo muss ich hin? alle, die dort hingehen. Eisklamm, so ein Der toll. sichere Ort ist eine Zuflucht der Kodor. Ja. Deren Bewohner Port ich da mal hin, ich komme dann mit dem Portstein nach. Den Kampf aufzugeben. Hast du es nicht, oder was? Nein. Okay. Ah, da ist ein Zahn, den wir eigentlich damit den Jungen davon abhängen können, sich beim Versuch auch zu jagen, umzubringen. Also nicht. Los! Ich lese gerade noch, was der Typ noch sozusagen hat. Nämlich die Bewandtnis. Bla. So, interessiert mich nicht. Was ist denn dieses Piepen? Mach es. Ich reise doch schon. Ah! Wie so ein dummes da? Piepen war da. Trottel hat irgendeine Glocke gezündet wahrscheinlich. Bist du da? Ich reise gerade hin. Warte, ich muss gucken, ob es da ist. Gib mir einen kleinen Moment, bitte. Nee, okay, warte. One moment, please. One moment, please. Jetzt kannst du. Ich bin schnell wie der Wind. So, ich sehe dich schon mal hier. Ich sehe dich schon. Da bist du. Der junge Rifflindwurm, ne? Das bist du. Ah, nee, doch. Da bist du.
Na, dann wollen wir mal. Diese Massen halt einfach alle dahin schwimmen. Mhm. Ist doch gut. Warum seid ihr so viel schneller als ich? Mhm. Oha. Alles aber auch gegab. Was ist das denn bitte? Erinnert mich ein bisschen an Raids. Ich spreche mal mit dem Flammentypen. Ich würde gern nach Norden reisen. Dann seid ihr auf dem rechten Weg. Doch um ihm zu folgen, müsst ihr die Flamme des Kona ergreifen. Was ist denn? Sie ist der Geist des Feuers, so alt wie die Welt. Koda, der Schöpfer, gab sie meinem Stamm zur Verwahrung. Das Feuer wirkt der Verderbnis entgegen. Seid ihr dazu auserkoren, müsst ihr es tragen, wenn ihr überleben wollt. Meine? Ich glaube, ihr solltet auf diese Bären hören, Kommandeur. Ich empfange extrem hohe Werte von ihrem Feuer. Benutzt die Flamme des Kodan. Okay. Na, was muss ich jetzt machen? Ich hab's mal aufgemacht. Ich hab einfach F gedrückt. Ich bin jetzt reingelaufen, du auch? Ja. Bitterfrost-Grenzland. Nicht aufbekommen? War ich zu dumm dafür, oder? Flamme nehmen. So. Dann wollen wir mal weiterlaufen. Was? Hast du die Flamme mitgenommen? Ja, ich habe mir gerade eine genommen hier, an dem Teil nochmal. Da kannst du nur eine nehmen. Okay. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Dann nimmt man lieber so eine Flamme mit, ne? Sprinten. Oh. Feuer entzünden. Na dann kämpfen wir doch mal. Ich glaube, wir haben hier konstante Kälte, deswegen müssen wir die Flammen entzünden. Das ist so das Gefühl. Eine Fackel im Eis, abgeschlossen, okay. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung. Axel, wo bist du? An der Flammentopf. Ah, hinter mir. Was machen die? Laufen einfach mit, oder? Laufen einfach mal mit. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ah, okay, hier muss man mehr als das Feuer entzünden. Das ist erfrischend. Okay, das ist ein interessantes Event. Aktuell noch. Yay! Event war erfolgreich. Flamme des Kodan wieder mitnehmen. Geht denn da oben bitte? Und was ist denn bitte das? Ein Veteranensturm. Was? Was für kranke Gegner. Oh, frische Winterbeere kann man hier sammeln. Abbauen. Oh, reicht halt für alle. Das nehmen wir alles mit, oder? Comet Story. Ja, ich komm schon. Oh, ich bin eingefroren, geil. Haha. Oh, ich auch. Flammschale entzünden. Ich hab mein Ding verpasst. So. Der Große läuft
Ich würde sagen, wir machen das Event gerade mal noch mit, solange man es kann, weißt du? Wie ich uns kenne, wird es in nächster Zeit nicht mehr da sein. Oder spielbar sein, weil keiner mehr in dem Gebiet ist. Wegmarke. Erstmal die Flamme entzünden, ne? Erstmal die Flamme. Ach. Wir rennen alle da hoch, genau da hoch. Bäm, bäm, bäm. Ich laufe jetzt einfach mit. Da oben ist Story halt, deswegen. Kommst jetzt nicht mit? Doch, ich bin auch schon oben. Fast. Wow, Alter. Ich habe einen Ausblick, wie dieses Level von außen aussieht. Cool. Hat man nicht alle Tage. Da hinten. Stehst du hier bei mir? Wo bist du? Ach, du bist da. Ach, der gute Axel geht mir rechts zum Aussichtspunkt. Sagt nichts, weißt du? Die kleine Drecksau. So, einfach hier wild rumgehüpft. Kommt man denn da hoch, bitte? Es gibt ein neues Legendary-Schild. Ja, das wusste ich schon. Aber gibt's das? Keine Ahnung. Ach, fuck you! Diese scheiß Portalmesser, wie ich sie hasse manchmal. So, Story? Oder wie sieht's aus? Ich stehe schon da, ja. Okay. Ja, ich gucke mir gerade einen Aussichtspunkt an. So alles verschneit hier. Siehst du überhaupt nichts. Boah, Alter. Dann spreche ich sie mal an. Es sind dunkle Zeiten, Freundin der Quaggan. Seht euch vor. Oh, das war der Falsche. Was? Hier gibt es keine Gastfreundschaft. Willst du mich verarschen? Da gibt's Ding, Tribut an Freundschaft. Kann durch Waffen schmieden, des Tributen an Freundschaft, die Scherben der Freundschaft verarbeitet werden. Die Herstellung des legendären Schild Precursors Freundschaft ihm. Aber diese Reisende braucht Hilfe, nicht Rettung. Ich bitte um Entschuldigung. Tiefste Betrübnis heißt euch willkommen. Hier sind überall verdorbene Kreaturen. Ich war nur in Sorge um euer Wohl. Ich weiß eure Sorge zu schätzen. Ich suche seltsame Eisbrot. Habt ihr von welcher gehört, die sich in letzter Zeit verändert hat? Haben wir es zu erwähnen? Quaggan weiß nicht recht. Was wünscht ihr? Es gab Berichte aus dem bitteren Norden. Wo bist du? Von einer neuen, ich laber mit dem Typen immer noch. So. Übler, als man erklären kann. Ja, das ist ganz genau das, was ich suche. Wie komme ich denn dorthin? Gar nicht. Die Gegend dort ist... War geil, da oben ist eine Bank. Diejenigen, die mir zu nahe kamen, sind dahin. Wir wissen nicht, ob es sich selber oder die Eisbrut. Es muss doch einen Weg geben, sich vor der Kälte zu schützen. Fucking Eisbär. Sprich mit Schamane Mimi. Sie weiß sehr viel Rat. Vielleicht kann sie mir was zu tun. Belabert. Hab Dank. Obendrein suche ich einen Norn namens Graham Erson. Er soll hier entlang unterwegs sein. Quaggan ist ihm nicht begegnet. Aber Quaggan und Kudan. Das ist schon Quaggan im Aquarium, das Legendary. Ja, das Schild. Du darfst auch gerne auf mich warten, ein bisschen, weißt du? Das zusammen erkunden, du fauler Sack. Ja, ich weiß nicht, wo die. Wo die was? Ha? Wo die was? Nix. Gut. Wollte schon sagen. Ich hab Story gefunden, wo es weitergeht. Warte da unten auf dich.
Hier gibt es da noch eine Aussicht, eine Sehenswürdigkeit. Aber die ist unten. Ich guck gerade mal, wo ich hin muss. Runter. Ah. Bin ich, aber ich glaube, ich bin zu weit runter. Ha! Nee, das ist unter Wasser. Ach, unter Wasser auch noch. Ja. Blub. Ach du Scheiße. Ach, da haben wir sie doch entdeckt. Alter, das Gebiet ist riesig. Wie alle neuen Gebiete, finde ich ganz schön. So, ich laber mal mit der. Ja. Erst muss ich einen von Jormax Kindern finden. Einen kraftvollen, wenn es so ist wie die anderen, die wir kennen. Ihr habt gehört, dass es in den kältesten Breiten der Zittergipfel einen gibt. Ja, Qui-Gon sieht schon. Stimmt. Qui-Gon kann euch helfen, aber nur indirekt. Ihr werdet sterben, wenn ihr ohne Schutz dort hinaufsteigt. Ich schwimme im Eiswasser. Wie kalt ist dieses Gebiet denn bitte? Durch bitterste Kälteweise, weil sie sich magischen Schutzes bedienen. Klingt wie das, was ich brauche. Wo finde ich so etwas? Ihr habt einen langen Weg vor euch. Zuerst müsst ihr zum großen Zwanier-Stützpunkt und mit ihnen sprechen. Sie wissen Bescheid. Mit den Zwanier sprechen? Ist das ein Witz? Sie werden nur mit euch. Wie sieht's aus? Wenn sie euch für ihresgleichen halten. Ihr seid schlau. Qui-Gon glaubt an euch. Verstehe. Ich denke, wie lange labert die? Umgehen lässt. Ewig. Melagan wache über euch und behüte euch, Schamanen. Ja, bliblub. So, abgeschlossen. Danke. Wart oben. Belohnung hat freigeschaltet. Ich wart oben. Ja, ich bin noch. Oh, da sind zwei Bosse. Sollen wir zu den Bossen? Noch komm hoch. Ja, bin doch dabei. Hier auf der anderen Seite. Hallo. Wow, ich bin unter Wasser weitergelaufen. Hier. Ich dachte, wir gehen zu den Bossen. Also machen wir Story, okay. Ja, wir haben doch Zeit mit meiner Story. Machen wir Story. Wie die alle nichts können. Könnte ich nicht mal treffen, die Noobs. Ach, hier gibt's auch wieder so Beförderungsmittel. Wie in der Flammenwüste schon. Das ist erfrischend. In der Flammenwüste? Im Lavagebiet halt, ne? Na, kommst du noch hinterher? Ja, renn halt weiter. Mach ich ja. Deswegen frage ich, ob du es noch schaffst. Das ist ein Karker. Hier ist vieles. Hm? Hier ist ein Greif. Das ist erfrischend. So, haben wir noch irgendwas hier? Nö, nur das Flammending. Ach komm schon. Sterb!